Noch hat Shaw die Übersicht, aber wir werden gleich wieder runterhüpfen. Ich kann das wirklich gerne und lang machen. Diese Pausen hier nutzen und einfach die Bilder, auch wenn sie sich wiederholen, einfach gucken und der Musik lauschen. Aber jetzt ist erstmal Schluss und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange 2. Weil die Musik könnte meinetwegen durchaus bleiben, aber die ist auch weg. Mann. Wie die Schuhe gebunden sind. Looking at this place, I see that Karen really wanted to get away from it all. War das beim letzten Mal schon da? Waren das die beiden? Ich glaube, Chloe war das nicht, oder Max? Stumbling from failure to failure. Vom einen Fehler in den nächsten Fehler stolpern, oder vom einen Fettnäpfchen ins nächste. Arthur und Stanley. Ooh, Karen, you are so busted. Heimweh oder was? Hey, do you miss Beaver Creek? I miss having a house. But the town was kinda dead. But I really miss Chris. And Grandma and Grandpa. I'm just glad we still have family out there. 10-4. Hier konnte man doch hinten was mitnehmen, ne? War das nicht so? Das Namensschild? Ne, konnte man bloß angucken. Ach, ich werde sehen. Was ich mitnehme, werde ich mitnehmen. Was nicht, das nicht. Was war das denn jetzt? Super Rucksack angesehen. Ja, schön. Jetzt müsste da wieder stehen, Rucksack reinlegen. Rucksack, USB-Stick in den Rucksack reinlegen. Oh Mann, was war das denn? She's really good at rewriting her own life. Wörterschauer, Wörter, mit denen ist sie ganz gut unterwegs. Ich bin ein einzelnes Möbiusband. Wenn ich das Ende erreiche, gehe ich zum Anfang zurück. Füge mich neuen Gesichtern. Das Privileg zu flüchten und einen weiteren Entwurf neu zu schreiben. Die Göttin lacht über Pläne und zeigt mir dann die Seite jahrelang unmarkiert. In der Geisterwüste kehren die Samen als Setzlinge zurück, um ihr Alter und ihre Kraft zu enthüllen. Jetzt gehe ich vorwärts zurück, in Schichten aus Angst und Hoffnung, um die Kinder der Sonne zu gießen. Das sind auch die Pflanzen, die Setzlinge. This one's pretty intense. I think I get it. Glaubst du? Prophetin. Falscher. Prophetin. Glaube nicht, dass ich eine Seele mit oder ohne Kirche finde. Ein Wunder war Schlaf und Essen und Ficken. Ein Tag ohne Scheiß. Bis er es nicht war. Jetzt stürmen wir auf himmlische Spitzen zu. Oh, Vision der falschen Prophetin, verschlungen von Ego und Glaube, wie das brennende Kreuz fällt auf all deine grausamen Engel. Ich bin das Leuchtfeuer der Nichtigkeiten. Wenn der Damm bricht, werden wir alle fortgeschwemmt, wie Glas auf einer Illusion, falls ich glaube. Was denkst du denn zu glauben, Shaw? Sprich bitte ausführlich in ordentlichen Sätzen. Wow. I hope Karen sends this to Claire and Steven. Hallo, Mama und Papa. Ich habe seit einer Weile über diesen Brief nachgedacht und ich weiß, dass er lange, lange überfällig ist.
Also sitze ich heute Abend hier und denke über die Worte nach, die ich vor 10 Jahren hätte schreiben sollen. Ihr habt immer gesagt, alles passiert aus einem Grund. Damals stritten wir uns deswegen. Ich verstehe jetzt warum. Es gibt einen Grund, warum ich denke, dass ich euch beiden heute Abend aus der Wüste schreiben muss. Ich weiß, ihr habt seit einem Jahrzehnt nur ein einziges Mal etwas von mir per Telefon und 6-mal per Brief gehört. Es tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, euch weh zu tun oder euch zu bestrafen. So wie ihr es mir verwirft. Lacht nicht, aber ich wusste einfach nicht, was ich sagen oder schreiben sollte. Poesieblockade. Genau wie ihr mich aus eurem Leben ausschließen musstet, nachdem ich Esteban verlassen hatte. Ich verstehe, dass dies die Art war, in der ihr mit einem Problemkind, einem Einzelkind, das nicht euren Erwartungen entsprach, umgehen musstet. Es lässt sich nicht leugnen, dass ich euch enttäuschte, doch die Last, das Gewicht eurer Ansprüche als Eltern hat auch mich enttäuscht. Ihr hattet so eine starre Vorstellung davon, was ich sein sollte, dass ich einfach nicht die Chance, Gelegenheit hatte, zu erforschen, wer ich wirklich war. Ihr wolltet eine Tochter, die glücklich aufwächst, einen guten Job und großartigen Ehemann findet, sich niederlässt, um sich zu vermehren, Kinder hat und diese gläubig großzieht, um den Kreislauf der Vorstadt fortzusetzen. Diese Tochter war nicht ich. Ich weiß, dass ihr in einer anderen Zeit und Kultur aufgewachsen seid und ich verstand euren Blickpunkt nicht. Ja, da habe ich nicht so ganz erkannt, dass da schon der Punkt ist. Deswegen klang das so, wie es klang. So wie ihr eure eigenwillige Tochter nicht verstanden habt. Vielleicht war das damals zu viel für uns, um es zu überbrücken. Nachdem Danny geboren war, wusstet ihr, dass ich, eine Pause, etwas Zeit wollte, um mir über die Dinge in meinem Kopf und Herzen klar zu werden. Es ergab keinen Sinn für deinen, dich und Papa, und das verstehe ich, aber ihr seid nicht wie. Ich war so verzweifelt und einzig Esteban war bereit, mir diese Zeit zu geben, weil er sah, wie unglaublich ich war. Ich gebe euch nicht die Schuld an meiner Entscheidung zu gehen, und vielleicht hätte er eine Auszeit zum selben Ergebnis geführt. Wir werden es nie wissen und ich versuche, ohne Reue zu leben. Mein Leben war eine Achterbahn. Es gab Momente, in denen ich mich danach sehnte, eure Stimmen und Gedanken zu hören. Selbst die negativen. Ich weiß, dass ihr mir helfen wolltet, als ich das letzte Mal mit euch in New York sprach und euch um Hilfe bei der Rückzahlung meiner Schulden bat. Doch eure Bedingung war es, direkt dorthin zurückzukehren, wohin ich nicht zurückkehren konnte. Ich hasse es, dass dies unsere letzte Unterhaltung war. Es tut mir heute noch leid, dass ich euch anrief. Es tut mir leid, dass ich euch das Herz brach. Es tut mir leid, dass ich zuließ, dass ihr meins gebrochen hattet, indem ihr mich so lange zum Schweigen zwangt. Zum Schweigen gezwungen. Ich denke, wir haben genug gesühnt. Jetzt sitze ich unter einem blauen Feld kristallener Sterne wie die Poetin, die ich hoffentlich bin, und warte auf die Gelegenheit, eine alte Brücke zu meiner Mutter und zu meinem Vater wieder aufzubauen. Ich hoffe, wir können sie noch einmal überqueren. In Liebe, eure Tochter. Womöglich Karen. Ich finde es toll, wie sie erstmal Sachen geschrieben hat und es dann kurze Zeit darauf schon in Anführungszeichen bereut hat, vielleicht hier und da etwas zu giftig zu sein, zu offensiv. Auch etwas nachgiebig. Either Karen was desperate for a job, or she loved working with kids. Happy World. Happy World Resort. Florida, Karen. Sommer des 40. Jubiläums. Karen has been camping in her own house since we arrived.
Pflanzen, die grün sind und noch leben, ist ja unglaublich. Deckenkontrolle? Ja, okay. Ja. Karen letting us invade her space. After all these years. That's. Oops. Karen must have been so excited to finally hit New York. Da sind Max und Chloe gerade. Flieh durch die Nacht, nicht durch die Furcht. In die große, grelle Stadt. Stopp. Das Klischee in Stahl stirbt nie. In den Gebäuden, dem Verlauf der Straße. Doch egal an was oder wohin ich mich wende, der Sog einer Million toter Poeten fordert mich erneut zum Tanz auf. Los. Doch diesmal führe ich. Bis zur nächsten Flucht. In New York. Ganz schön poetisch. Karen doesn't even like to leave this place just to go shopping. Bin in die Stadt für wöchentliche Vorräte. Pfannkuchen sind in der Küche. Bin bald zurück. Kay. Looks like they all finally found their home. Da waren zu dem Zeitpunkt noch mehr. Karen looks so young and fragile on this picture. Hard times. Karen? Moment mal. Maggie, das war doch die eine aus der Hütte, aus der Mushroom-Hütte. Das kommt aber nicht hin. Die eine hieß doch Maggie, ne? Aber. Karen ist. Karen looks so young and fragile on this picture. Zur Linken. Hard times. Aber das ist doch dann nicht die Maggie, die ist doch nicht so viel älter. Ich meine, wie viele Jahre waren das? 21 zwischen Sean und Daniel waren da und die da. Selbst wenn die sich jetzt erst getroffen hätten, Karen sieht aktuell nicht so aus, so jung, sagt Daniel. Sean. Entschuldigung. Jetzt komme ich mit den Namen komplett durcheinander. Vielleicht ist es einfach eine andere Maggie, aber ich meine doch, eine aus der Hütte hieß Maggie. Also eine. Es waren ja ein Mädel und die zwei Jungs. Das passt nicht. Der Unterschied zwischen den beiden ist hier auf dem Bild so groß, aber der kann gar nicht so groß sein. Etwas älter müsste die Maggie sein. Nehmen wir mal an, die war auf dem Bild 18. Plus 21 Jahre? Fast 40. Sieht sie aus wie fast 40? Wie alt ist sie dann? 18? Das kommt nicht hin. Nee, überhaupt nicht. Sommer 2011, vor 10 Jahren. Heißt, die Maggie, die da zu sehen war, nehmen wir an, weiterhin an, sie ist 18. Habe ich gerade vor 10 Jahren gesagt? Ja, aber nicht im Spiel, nicht im Spiel. 5 Jahre Unterschied. Dann sind es halt 16 Jahre. I'm so glad Jacob and his sister are doing okay. They deserve some peace. 29. Mai 2017. Hola, Sean. Du
tut mir leid, dass ich nicht früher geschrieben habe, aber das ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, mich zu entspannen, seit wir aus Haven Point weg sind. Dank dir und deinem Bruder. Ich glaube immer noch nicht, dass es echt passiert ist. So bizarr. Sarah Lee und ich vermissen unsere Eltern, aber wir sind noch nicht bereit, ihnen zu sagen, wo wir sind. Darum machen wir uns später Gedanken. Ja, die werden sich Sorgen machen, aber letztendlich selbst schuld, wenn sie auf dieses Gebet vertrauen, damit Sarah Lee wieder gesund wird. Jacob wird das, denke ich, Richtige getan haben. Mit dem Geld, das du mir gegeben hast, konnte ich die Miete für einen Monat in einem Zimmer in einer kleinen Stadt am Strand und Küste im Voraus bezahlen. Strand und Küste, Krankenhaus, Inn, bei Arcadia Bay? Nee. Aber Strand und Küste. Und ein Krankenhaus ist da ja auch in der Nähe, da kam der Gedanke gerade hoch. Sarah Lee gefällt es hier. Ihr geht es jetzt dank Antibiotika viel besser. Uns geht's gut. Das Wichtigste für mich ist meine Schwester, so wie dein Bruder für dich. Ihr habt Glück, dass ihr einander habt, und wir wurden gesegnet, als sich unsere Wege kreuzten. Ich versuche, unsere Crew aus Humboldt zu finden. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass es allen nach dieser Nacht auf der Farm gut geht. Wir alle verdienen eine Chance auf eine bessere Zukunft. Braucht die Zukunft eigentlich Exzellenz? Bitte melde dich, wenn du es auf die andere Seite geschafft hast. Du und Daniel könnt das. Drück unseren kleinen Helden von mir. Pass auf dich auf, Jake. Der Name ist Sarah Lee. Klingt irgendwie eigenartig. Doppelvorname, aber dann Sarah Lee, das klingt irgendwie vornehm. So cute. Looks like Lila has some competition now. Oh oh, das gibt Krieg. Hi Daniel, ich hoffe, dass es dir gut geht und du glücklich bist. Mir geht es jetzt so viel besser. Ich freue mich so, dass ich zum ersten Mal das Meer gesehen habe. Ich habe sogar Surfen ausprobiert. Ich denke, dass ich gut darin sein könnte. Ich wünschte, du wärst hier, damit wir zum Strand gehen können. Auch wenn das Wasser kalt ist. Ich mag dieses Wetter viel lieber als die Hitze. Bitte besuch uns bald. Danke, dass du einer meiner besten Freunde bist. Sarah Lee. Oh, so niedlich. So süß. Hier gab's ein Versteck. Stimmt, hier gab's das zum Einsammeln. Stimmt. Jetzt macht's wieder Klick. Aufräumen und dann was finden. She was that close. Okay. Sucks she had to pay all that money back. Und auch nichts zum Einsammeln. Ravensbury Verlag. Der 21. Juni 2010. New York, haben wir ja gelesen, ne? Schuldenunterstützung bat. Um Schuldenunterstützung gebeten. Sehr geehrte Mrs. Reynolds, entsprechend unserer Unterhaltung am 10. Juni und ihres Unvermögens, ihr Poesiemanuskript, der andere Weg zum vertraglich festgelegten Zeitpunkt, dem 1. Juni 2010, Ravensbury Verlag, einzureichen. Beim Ravensbury Verlag einzureichen, trotz wiederholter Versuche, Ihnen entgegenzukommen, bereuen wir es, Sie darüber zu informieren, dass dieser Vertragsbruch bedeutet, dass wir die Sammlung nicht länger als Teil unserer Reihe Neue Poeten herausbringen werden. Wie in Abschnitt 6 unseres Vertrags festgelegt, siehe Kopie im Anhang, hat der Herausgeber das Recht auf die Erstattung des vollständigen Vorschusses von $10,000, falls der Autor das Manuskript nicht zum vereinbarten Datum liefert. Wir fügen diesem Brief ein Formular und einen Zeitplan für die Rückzahlung bei. Wie in Abschnitt 23 unseres Vertrags festgelegt, siehe Kopie im Anhang, fallen die Rechte für Ihr Manuskript an den Autor zurück, sobald der Vorschuss vollständig erstattet wurde. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung. Wir wünschen Ihnen nur das Beste für die Zukunft. Mit freundlichen Grüßen,
Alastair Moore, Poesie-Editor, Ravensbury Verlag, New York. Klingt jetzt ziemlich arm, Mann, aber ich kann die auch verstehen. Ich meine, die haben ihr wiederholt Zeit gegeben, fast einen ganzen Monat später, 3 Wochen, kann man sagen, und jetzt immer noch verhauen. Vertrag ist Vertrag. Wer weiß, was da noch alles verlangt wurde, aber hätte sie ihn halt mal so nicht unterschrieben. Oder hätte sich mehr Zeit genommen. Sie hat sich Zeit genommen. Weg von der Familie. Is that the same person who rode her back in Beaver Creek? Die Emma, die gleiche Emma? Womöglich. Ja, und diesmal habe ich sehr gelesen im Zimmer. Das haben wir erst im zweiten Durchlauf mitbekommen. Hey, Mitbewohnerin. Ja, ich weiß, New York im August ist beschissen heiß. Du meintest, du magst die Hitze doch. Meine Wohnung unterm Dach kann echt erdrückend sein. Ich will's dir nicht unter die Nase reiben, aber Aspen ist mein neues Zuhause für den Sommer. Tagestemperatur 21 Grad und Jacuzzi am Abend. 21 Grad. Tagestemperatur, das ist echt schön im Sommer. Ja, wobei, 24 gehen ja auch noch, so will ich ja mal nicht sein, aber... Hey, beschweren kann ich mich über den 2021er Sommer nicht, der war sehr angenehm. Da gab es zwar mal 2 Wochen, die waren sehr extrem, aber der Rest war sehr angenehm. Ich fand ihn schön. Anthony's Heim ist eher eine Skihütte. Nächstes Mal kannst du vielleicht mitkommen. Zuflucht für die Poetin. Das beste Heilmittel für deine Schreibblockade. Schreibblockade wie Alan Wake. Und bitte, sag mir, wann du mir die Miete für August zurückzahlen kannst. Die brauche ich unbedingt für nächsten Monat. Und hier in Aspen. Ich sehe dich am 5. September statt am 4., also sei bitte angezogen. Halt dich fern von Ärger und denk diesmal daran, meine Babys zu gießen. Hab dich lieb, Emma. Schön, dass sie sich nicht aus den Augen oder aus dem Stift verloren haben. Die beiden. Aus Kinder-Jugendtagen dann später. Bestimmt, hier war keine Luke, hier war bloß was, was man sich angucken könnte. So good to have a home. Again. And a real bed. Klick, klick. Brief der Vagabunden. Man, I'm still not used to this heat out here. She changed my diapers, but... It feels kind of awkward to be here. Da lagen zu viele Jahre dazwischen. Gotta keep my eye lube handy. Glad I don't need it as much. Gibt sich so langsam. Wish Karen didn't tell me she got a rattlesnake out of the toilet last week. Bilder. Dad was an absolute fan of this movie. Maybe they were nerds together. Had no clue there was a network of seed pirates. Karen's a real life hacker. Grünzeug. Pirate Seeds. Pirate Seeds. Einheimische Samensammler im Südwesten. Aridlands Sonderangebote. Amaran, New Mexico. Bohnen, Jack Bean. Kürbis. Apache Giant.
Mais Maricopa. Maricopa. Taramura. Tuxpino. Tuxpino. Genau. Außerdem Handbestäubung ihrer Pflanzen. Ernten, Aufbewahrung von Samen. Karen takes on some small piece works for a living. Mit Stückarbeit. Must pay better than poetry. Von A. Klein. Desert Life. 30.06.2017. Hi Karen. Danke für deine letzte Kolumne mit Ratschlägen. Wir haben eine echt große Reaktion und viele Treffer bekommen. Ich weiß, dass du soziale Medien meidest, aber du könntest mit deinen Einsichten viele Klicks erzielen. Ich freue mich auf dein nächstes Werk. Bitte schick mir deine Rechnung für Mai und Juni. Alles Liebe. Ariane Klein. Chefeditor, das Leben in der Wüste. Brody's so good at describing painful situations and seeing the good into it. Ja, und hier und heute ist es in diesem Durchlauf nicht das erste Mal, dass wir von ihm lesen. Das haben wir schon in Beaver Creek getan. A Tribe Called West. Er könnte wieder nach Hause zurückkehren. Von Brody Holloway. 1. Mai 2017, Salt Lake City in Utah. Das letzte Mal, als ich meine Mutter vor diesem Jahr sah, sagte ich ihr, dass sie mich verflucht nochmal in Ruhe lassen soll, damit ich mit meiner ganzen beschissenen Familie fertig war. Meine wahre Familie seien die Fremden, die ich unterwegs treffe, die zu Freunden werden. Ja, wurden, wollte ich sagen. Nee. Nicht meine Familie, die zu Fremden geworden war. Ich adoptierte all die Online-Verbindungen, die ich rund um die Welt aufgebaut hatte. Und all diese wandernden Seelen, die mir auf meiner zukünftigen Reise... Die mir auf meinen zukünftigen Reisen begegnen würden. Davon würdet ihr jetzt lesen. Allerdings, als ich meine Mutter das letzte Mal sah, war sie in unserem Heim in Utah in Hospizbetreuung. Ihr Körper leicht und zerbrechlich wie ein Spinnennetz. Sie hielt meine Hand und sagte mir, dass ihr all das leid tut, was uns den Großteil meines Erwachsenenlebens auf Distanz hielt. Meine Mutter starb an Krebs und ihr tat es leid. Also weinte ich. Sie weinte. Mein Bruder weinte. Wir alle weinten. Und all diese Jahre des Mists in der Familie waren Staub im Wind. Einfach so. Das war kein Finger und was. Ich war einfach nicht mehr wütend. Ich wusste nicht, dass es so einfach sein würde. Oder so schwer. Es bedeutete nicht, dass die Vergangenheit nicht passiert war oder dass ich nicht auf meine eigene Art verantwortlich war. Mein Bruder erzählte mir immer, ich wäre ein fingierter Liberaler, weil ich unterwegs war, die Welt zu retten, während er sich um Mutter und das Familienanwesen kümmern musste. Vielleicht hat er recht. Aber ich sagte ihm, dass er auch das Geld habe, sich um sie zu kümmern. Gott verdammt, wenn ich für die Finanzen zuständig gewesen wäre, hätte ich das Familienanwesen weggegeben und wir wären pleite und würden in einer WG leben. Mein Bruder weiß das. Familien sind einfach verflucht schräg. Frag Chloe. Die Gesellschaft sagt uns, wir sollen unsere Eltern und Geschwister lieben, einfach wegen Blut und Zufall. Aber was, wenn wir uns hassen? Was, wenn wir nur durch zufällige Gene verbunden sind? Was, wenn? Was, wenn zufällige DNA? Was, wenn? Was auch immer. Es spielt keine Rolle. Ich habe das Beste und Schlimmste in den Menschen gesehen, wo auch immer ich hingehe. Ihr erlebt dieses Extreme um 3 Uhr morgens an einer leeren Tankstelle oder auf einer verlassenen Straße.
3 Uhr morgens Tankstelle. Ich habe einige starke Familienbande. Ja, ich habe eine starke Familienbande in schweren Zeiten gesehen. Die beiden Wolfsbrüder? Ich weiß, dass es da draußen große Geschwister gibt, die sich immer um ihre kleinen Geschwister kümmern und werden und andersherum. Sie haben mir geholfen, unser fragiles Ökosystem in der Familie zu verstehen, die beiden Wolfsbrüder. In ihren letzten Stunden hielten mein Bruder und ich die dünnen Finger meiner Mutter, als sie jetzt zu einem Ort weiterzog, der hoffentlich besser ist als der, von dem sie kam. Nachdem sie fort war, fand ich einen Haufen alter Schulaufsätze und Geschichten, das einzige, in dem ich in der Schule gut war. Ich wusste nicht, dass sie diese aufbewahrt hatte oder dass es sie interessierte. Auch wenn wir uns nie verstanden, musste sie doch ein wenig stolz darauf gewesen sein, dass ich meinen eigenen Weg ging und versuchte, Gutes zu bewirken. Mütter wissen, wie sie einen dazu bringen, wie ein kleines Baby zu weinen. Das erste Mal seit langer Zeit, dass mir Tränen in den Augen brannten. Es fühlte sich so gut an. Ohne so, es fühlt sich gut an. Also bin ich jetzt in ein Zuhause zurückgekehrt, von ich einst schwor, dass ich nie zurückkehren würde. Diesmal fühle ich mich nicht so entfremdet, auch wenn ich es noch bin. Wie ich zu oft sage, es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Jetzt muss ich mich um ein Anwesen kümmern und habe mehr Verantwortung, als mir lieb ist. Doch ich muss dies als Karma oder Schicksal oder das Drama der Privilegierten sehen. Keine Panik, aber ich lege vielleicht eine Pause in meinem Leben auf Rädern ein. Nur um zu sehen, wem oder was ich helfen kann. Jetzt, da ich mehr Ressourcen zum Verteilen habe. Ich bin mir sicher, mein Bruder wird zustimmen. Fügt hier Sarkasmus ein. Falls wir nach all dieser Verbundenheit in Trauer noch miteinander reden. Okay. Das ist kein glückliches Ende, aber vielleicht ein hoffnungsvolles. Ich denke gerade an Sean im Knast, 15 Jahre. Es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Wo ich einst schwor, dass ich nie zurückkehren würde. Ob Sean jetzt geschworen hat, eher nicht, aber nach zu Hause zurückkehren, wo er eigentlich nie hin zurückkehren wollte, weil da so ein Scheiß passiert ist. Nach dem Treffen mit Daniel 15 Jahre später im Wald ist er in die andere Richtung gefahren. Ob er das alte Zuhause einfach weiter gemieden hat? Weiter im Text. Und wo ich gerade von Hoffnung rede, angesichts des traurigen Zustandes dieser traurigen Nation, denke ich, dass es Zeit wird, meine Wohlfühlzone zu verlassen. Schickt mir Nachrichten aus Orten oder von Leuten, die mir nicht so bekannt sind. Orte, die ich erkunden kann, um neue Geschichten zu erzählen, wie Kanada oder Mexiko oder die Straße hört nie auf. Ach, der Brody. Hope we can take some new pictures someday. Schaut mal, was sie hochgeladen hat. Lila Park. Ich am Tag. Alles gut, alles unter Kontrolle. Ich um 3 Uhr morgens in meinem Bett. Lila Park hat ein neues Foto hochgeladen. Lila Park hat ein neues Foto hochgeladen. Ich denke an dich, Sean. Ich werde dich wiedersehen. Und dann wird gefeiert. Jen, Adam und Annery gefällt das. Nach 15 Jahren Knast nach in Mexiko? Fragezeichen. Dann wird gefeiert, weil? Zweimal angerufen wurde. Gänsehaut. Anders als beim letzten Mal. Haben die zwei Anrufer einfach was ausgemacht.
Ja, sie hat weniger Ärger bekommen, aber es ging ihr damit nicht besser und sie hat dann Shaw abgehakt, aber jetzt in diesem zweiten Durchlauf hatte sie mehr Ärger, aber es war ihr egal. Sie hat sich da durchgeboxt. Ich denke an dich, Shaw. Ich werde dich wiedersehen. Und dann wird gefeiert. Können wir bitte noch ein Stück runterscrollen? Oh Mann. Der Jen gefällt das auch. Leider ist hier kein Zeitstempel dabei. Whoa. I should have gone through that flash drive weeks ago. Mathe-Hausaufgaben, juhu, Filme und so, Zeichnung, anderer Kram, Bilder. MistyMiceTickets.pdf. Hey, Dad. Er hat noch ein Foto. Hot Dog Man, das ist der falsche Pullover. Oh Mann. Die drei. Die gehören zusammen. Jetzt müssen die auf jeden Fall zusammenbleiben. Zusammenhalten. Immer füreinander da sein. Ich wiederhole mich gerade gerne, wobei eigentlich nicht. Das Leben kann manchmal so gemein sein, dass der Esteban nicht mehr sein darf. Lila always knew how to crack me up. Wie sie guckt, wie er grinst. Ich hoffe so sehr, dass wir sie am Ende dieses Durchlaufs wiedersehen. Bitte. Bitte. Es lebt, das Grünzeug, das lebt. Glad they're back on track. I'll always have a crew out there. Da steht Cass mit Telefonnummer. Trotz allem. Ich meine, die haben sich ja nicht gestritten oder so, aber man hat im Brief im Krankenhaus schon gemerkt, dass da was anderes vorgefallen oder eben nicht vorgefallen ist. Hey, Dias. Jacob hat uns deine Postfachadresse gegeben. Du kannst dich nicht vor uns verstecken, Miststück, Biatsch. Wir wissen, dass du in der Wüste bist, wie eine Echse. Vermiss dich, Penny. Ich hoffe, du und Daniel seid jetzt frei. Colorado hat noch mehr Gras und Hinterwäldler, aber weniger Gewalt. Wir können uns entspannen, bis wir entschieden haben, wohin wir verflucht nochmal als nächstes gehen. Hannah. Schwer zu glauben, dass Finn nicht hier ist, um Schwachsinn anzuzetteln und dafür vermissen wir ihn auch nicht. Doch er wird noch ein paar meiner Lieder inspirieren. Wir alle wollen uns an seine Engel erinnern, nicht an seine Dämonen. Mexiko ist nicht weit weg, also stell dich auf ein paar Immigranten ein, die zu dir unterwegs sind. Pass auf deinen Bruder auf und erlaub es ihm, sich um dich zu kümmern. Peace, Cassidy. Mit Nummer. Man kann es mit ihr verkacken, wenn man sich einfach dafür entscheidet, dieses Tresor öffnen, durchzuziehen. Will man das wissen, wie sie dann drauf ist? Ich nicht. Und will ich diese blöde Idee einfach umsetzen? Ich denke nicht, nein, niemals nie. Womöglich würde dann vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass Finn stirbt. Vielleicht ist dann immer noch die Szene da, wie er dann am Boden liegt. Und dies einfach alles und entscheidend für, wenn wir da nichts machen. Oder eben das Falsche, eben anders als die ersten beiden Durchgänge, also den letzten und diesen Durchgang. Dann wird er die Initiative ergreifen und dann wird er am Boden beschossen.
sich Mühe gegeben hat. Sie hat ja auch ein Tattoo bei Shaw mit ihren Künsten hinterlassen. I do remember Karen would drown her pancakes in hot sauce. Ugh, gross. Teiglappen in saurer Soße, na super. Nachgeholt. Daniel's Big Ten late birthday party made him feel so happy. Dan wurde 10. Daniel's Big Ten late birthday party made him feel so happy. Gut, dann zum krönenden Abschluss dieser Folge. Teiglappen. One thing Claire and Karen have in common. Their love for pancakes. Einfach so direkt vom Teller, ohne sich einen Teller zu nehmen und da groß was drauf zu packen. Bloß ein? Schau, ist nicht dein Ernst. Also wenn Chloe hier wäre, der Teller wäre schon längst leer. Man dreht sich mal kurz um, weil man will sich umgucken, ja, wo ist denn eigentlich jetzt der Sirup und dann, oder die Marmelade und dann, ja, schon verputzt. Von der Gefräßigen. I should bring the telescope back to Arden Stand before I forget. Ich habe eine Idee, weil Folgenende, wir beenden die Folge, wie wir sie begonnen haben. Man könnte meinen, die Zeit ist gar nicht vorangeschritten. Nein, ich überspringe das nicht, das ist ja totaler Scheiß. Sieht kacke aus mit dem Überspringen. Und warum sollte ich in diesem tollen Spiel was überspringen? Ist ja wohl ein Witz. Ja, ich weiß, habe ich schon gemacht, aber nur aus Neugier. Now I can see why Karen likes it out here. It just took a while. She really doesn't want to be a part of society. Except just this tiny one. She did screw us over, though. But Daniel's so happy to have her back. Get to know her. I still don't know how I feel. Dieser Anfang von Shaw, jetzt weiß ich, warum es ihr hier so gefällt. Dazu müsste man sich erstmal alle Leute hier antun. Also einmal die komplette Runde laufen und dann wieder hier hochsetzen. Aber wir haben das Ganze ja schon mal im ersten Durchlauf gemacht, dieses hier Leute kennenlernen und so. Ich glaube, wir können es noch ganz gut nachvollziehen. Ja, und in der nächsten Folge wird wieder von hier aus gestartet. Mal gucken, ob wir uns dann in einer Folge eben am Ende der nächsten wieder hier oben finden werden. Ich denke mal, wir werden ein Stück weiterkommen. Aber da, was wir gerade zur Rechten sehen, da habe ich noch einiges vor, habe ich noch einiges anzusprechen. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Ach ja, und ihr kennt das. Ich sag gleich nichts mehr und ihr könnt noch gucken und lauschen. So mache ich's wieder.